heute Morgen möchte ich mir mal wieder so ein Bananensmoothie, also mein Steak wieder da drauf machen. Die Bananen, ja, so langsam werden sie. Ich denke mal, die sind heute schon schöner als die Tage davor. Machen wir wieder ein bisschen Wasser mit rein. Und ja, vielleicht nicht ganz so flüssig. Und dann habe ich eben leider keine frischen, aber Tiefkühl, Blaubeeren, Heidelbeeren. Ja, ich brauche mal ein bisschen Abwechslung da rein. Und wenn das nicht süß genug ist oder einfach oben ein bisschen zum Garnieren, habe ich hier Kokosblütenzucker und ein bisschen Vanille. Ja, der Shake ist fertig. Ich glaube, 6 Bananen hatten wir heute drin. So die Menge, die ich so schaffe. Und ich habe jetzt 200 ml Wasser wieder dazu gemacht. Ich wollte sie heute ein bisschen dickflüssiger. Jetzt habe ich ja noch hier die Heidelbeeren. Da mache ich mir einfach ein bisschen Kokosblütenzucker noch dazu. Die sind nicht ganz so, nicht so süß wie die Bananen. So, und oben in den Shake kommt natürlich jetzt Vanille noch rein. Ja, das schaffe ich jetzt mit einer Hand nicht aufzudrehen. Das mache ich mir jetzt. Ja, ich freue mich jetzt auf mein Frühstück. Schön geworden. Ich habe immer noch einen kleinen Mini-Rest da drinnen. Ja, einmal zum Löffeln, einmal zum Trinken habe ich den Saft eben von den Heidelbeeren genommen, ein bisschen Vanille und hier auch Vanille und eben die Heidelbeeren drauf. Ja, ich lasse es mir schmecken. Ja, heute machen wir asiatische Wokpfanne und wir waren ja gerade einkaufen und da ist ein kleines Missgeschick passiert. Das sollte eigentlich für den Notfall mal sein, so eine Fertigsoße hier. Also sie hat auch wirklich wenig, wenig Fett. Kann das hier vielleicht sehen, 0,1 Gramm auf 100 Gramm. Und da ich ja nicht alles alleine esse, heute ist mein Mann auch da und meine Tochter ist ja auch mit. Also wie gesagt, normal sollte heute einfach Wokpfanne mit ein bisschen Sojasauce sein, aber jetzt machen wir das eben. Ihr hört das, hat sich irgendwie beim Einpacken das Vakuum gelöst. Ja, dann nehmen wir die mal heute. Ja, der Reis ist inzwischen schon fertig. Habt ihr vorhin gesehen, unser vollkommen Basmati-Reis. Ja, der quält jetzt noch ein bisschen nach. Temperatur ist schon längst aus. Ja, den mache ich immer als erstes, damit man da nicht warten muss. Ja, ich habe jetzt die Pfanne, wie ihr gesehen habt, ja, mit einem Hauch Kokosöl ausgestrichen. Ich mache jetzt die Möhrchen zuerst rein, weil die einfach so lange brauchen. Und als zweites kommt dann eben gleich der, jetzt mein Mann, der belauscht mich hier heute beim Film. Also, ich zeige ihn sonst gleich mal. Ja, komm mal her. Nee, dann geht er doch lieber weg. Also, als zweites kommt jetzt der Brokkoli rein. Und der braucht auch ein bisschen länger. Da wir ihn ja nicht vorkochen. Da gucken wir mal ganz kurz noch zum Rühren. Ja, ich werde natürlich jetzt so nach und nach immer mal so ein Teelöffelchen Wasser ein bisschen mit reinmachen, weil sonst gart einfach der Brokkoli nicht und auch die Möhrchen haben es ein bisschen schwierig sonst. Ja, und dann kommt auch gleich schon Paprika. Nee, erst die Champignons und die Zwiebeln und dann der Paprika. Also ziemlich gleich alles rein. Man kann auch jeder machen, wie er möchte. Ich bin da auch keine gelernte asiatische Köchin, aber schmeckt doch immer ganz gut hinterher. Der bringt nur den Müll raus. So, jetzt haben wir Zwiebeln und Champignons mit drinnen. Ja, ich merke gerade wieder, dass meine Pfanne ordentlich voll geworden ist. Es ist jedes Mal das gleiche, aber naja, wir wollen auch satt werden und mein Mann isst das auch gerne noch abends. Ja, jetzt ist alles so weit drinnen. Es ist ein bisschen dunkel heute hier. Guck mal, ob das so ein bisschen besser wird, ja. Ja, alles drin. Wenn ich natürlich für meine Tochter und mich alleine koche, wird es etwas weniger und dann geht es auch schneller, wirklich. Dann geht es wirklich ruckzuck, aber jetzt haben wir wirklich hier schon eine dicke, dicke Schicht drin. Muss man ab und zu mal umrühren. So, so ist es auch drin. Ich werde das jetzt nochmal ein bisschen mit Wasser ausspülen, damit das auch für das Ganze reicht und sich auch ein bisschen verdünnt. Denn ein bisschen Salz ist ja doch hier drin.
Man könnte das überhaupt so erkennen. Schlecht, ne? Also 0,6 Gramm pro 100 ml. Ja, super heiß ist es noch. Man sieht es, glaube ich, den Dampf. Ja, das lassen wir uns jetzt schmecken. Ja, ich finde, das sieht doch mal richtig schön aus. Ich habe jetzt erstmal ungefähr die Hälfte gemacht. Die Feigen natürlich alle sind schon da. Eine Birne habe ich hier noch. Und zwei Bananen sind noch da. Mir hat erstmal nicht raufgepasst, denn ich mag das nicht, wenn das so einfach alles raufgedonnert ist, sondern so sieht es schön aus. Wenn ich das jetzt aufesse, dann schnippel ich mir den Rest noch. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wollte euch kurz berichten. Mein Mann irritiert mich etwas, er steht heute mal daneben. Ich wollte euch kurz berichten, wie der Tag war, der 12. Tag meiner Challenge, meiner High Carb Challenge. Heute war ganz schön. Morgens habt ihr gesehen, gab es viel Bananen. Heute Mittag hatten wir nun leider keinen Salat. Das finde ich schade, hat mir auch gefehlt. Aber es war einfach keine Zeit und auch kein Platz mehr in der Küche. Wir haben ja asiatische Wokpfanne gemacht mit Reis. Das hat auch gut gesättigt. Und dann heute Abend hatten wir wieder einen super schönen Obstteller. Also so bin ich zufrieden. So kann es weitergehen. Heute nur ganz kurz, denn es ist schon sehr spät. Und mein Mann wartet jetzt auch auf mich. Okay, tschüss!